Servus, liebe Freunde, herzlich willkommen zurück. Wie gesagt, ich lerne jede Folge ein bisschen was dazu. Wir haben jetzt hier etwas unangenehmen Besuch. Das scheint wohl so eine Art Spion oder sowas zu sein. Da muss ich mal gucken, ob ich den eventuell schon im Vorfeld platt machen kann. Wir werden mal dazu ein paar Einheiten uns schnappen. Nicht unbedingt gerade alle großen, aber so ein bisschen was. Und mal gucken, ob wir den direkt platt machen können. Ja, das brauchen wir jetzt nicht. Ich möchte sehen, ob wir den kaputt kriegen. Denn ich habe auch kein Interesse, gegen den Kollegen hier irgendwie Schwierigkeiten zu kriegen. So. Ah ja, okay. Oh, Backe. Der ist ganz schön stark. Wir gucken aber einfach mal, lassen mal das Gefecht automatisch ausführen oder wollen wir den Angriff selber führen? Nee, wir machen das diesmal automatisch. Wir haben gewonnen. Wow, was ein Glück. Okay, also diesen Spion haben wir schon mal außer Gefecht gesetzt, aber leider zieht er sich zurück. Schade, ich dachte, ich hätte, könnte so eine Einheit komplett zur effektiven Verteidigung ihrer Territorien sollten Sie wissen, wie weit gegnerische Armeen sich bewegen können. Klicken Sie auf eine gegnerische Armee, um zu sehen, wie weit sie sich bewegen kann. Ah, okay. Blockiert eine Armee ihren Weg, wird das Gelände am betreffenden Wegpunkt hervorgehoben. Um passieren zu können, müssen Sie entweder kämpfen oder eine alternative Route wählen. Okay, also entweder durch oder außenrum. Ist soweit verstanden. Gut, wir haben jetzt 8600 Goldstücke. So, die Runde werden wir mal beenden. Oh, ich glaube, jetzt kriegen wir die Hucke voll. Autsch, das sieht schlecht aus. Angriff ablehnen. Gucken, kriegen wir das hin? Tatsächlich, wir können sagen, nö, ich will nicht kämpfen, das finde ich gut. Denn wir sind doch ein wenig geschwächt. So. Müssen uns aber jetzt trotzdem mal ein bisschen hier aufrüsten. Denn irgendwie, wir kriegen zwar jetzt gutes Geld dazu, das heißt, wir müssen aber auch mal gucken. Okay, in zwei Runden sind unsere Straßen befestigt. Aber wir brauchen noch ein paar gute, starke Einheiten. So, wir gucken mal. Nahkampfangriff 11, das klingt schon mal gut. Nahkampfangriff 7 ist schlecht. 5, oh, das wird immer schwächer nach hinten anscheinend. Okay. Nö, dann bauen wir eine von diesen Einheiten mal. Und gucken nochmal die Häuserübersicht. Das sieht soweit okay aus. So, wir müssen uns jetzt nämlich verstärken. Also auf alle Fälle mal die nächste Runde starten. Der zieht sich jetzt wieder zurück. Das ist sehr freundlich von dir. Und wir müssen, wie gesagt, erstmal so ein bisschen, ja, ein bisschen unsere Kräfte verstärken. Okay, noch eine Runde brauchen wir. Hier heilen sich die Einheiten so langsam wieder alle zurück. Das sieht ganz gut aus. Das will ich jetzt auch mal direkt ganz kontrolliert beobachten. Also zum Beispiel, wir haben hier 81 bei dieser Einheit. Das will ich jetzt mal gucken, ob sich das jede Runde verbessert. Bei der Ansicht von Übersichten wird Ihnen ein Fragezeichen in der linken oberen Ecke auffallen. Mhm. Wenn Sie darauf klicken, erscheint ein Hilfetext über der jeweiligen Übersicht. Das ist sehr nett. So, Gebäude errichtet, das könnten die Straßen sein, Einheiten rekrutiert. Wunderbar. Ja, also die Einheiten, die wir hier hatten, die sind soweit alle wieder voll ausgerüstet. Das ist cool. Gut zu wissen. Infrastruktur schauen wir jetzt mal. Okay, wir haben jetzt die besseren Straßen. Das ist schon mal sehr gut. Aber bauen können wir jetzt noch nichts Neues. Nee. Ja, das bringt uns aber nichts, weil wir können erstmal noch nichts bauen. Das heißt, wir müssen jetzt eigentlich mal schauen, dass wir unsere Armee mal irgendwo hinschicken, wo wir ein bisschen was erreichen können. Am liebsten würde ich ja da drüben mal das kleine Dörfchen. Ah, das ist ein Handelszentrum von Sardinien. Puh, also das ist gar nicht so leicht, da irgendwie in die Puschen zu kommen. Die Stadt ist ziemlich groß. Der hat aber relativ wenig Einheiten. Ich glaube, den greifen wir jetzt mal an. Denn es bringt ja nichts, wenn wir hier sozusagen auf unserem Stückchen Land hier einfach verrotten. Wir werden mal unseren Napoleon schnappen. Zwei Artilleries, beide Reitereinheiten. Vielleicht hier auch die leichte Infanterie mit reinsetzen. Dann gleichzeitig die Grenadiere. So, wobei die Grenadiere sind noch nicht ganz so voll. Und ein bisschen Nationalgarde noch dazu. Ich glaube, damit haben wir eigentlich eine ganz gute Truppe zusammen. Und gehen da mal in Richtung Angriff. So, das werden wir in der Runde nicht komplett schaffen. Aber ich glaube, wir können den zumindest sehr gut schwächen.
weil wir sind deutlich stärker. Das sieht man, glaube ich, hier an diesem Balken. Das dürfte uns, glaube ich, einen kleinen Vorteil gewähren. So, der zieht sich taktisch zurück. Damit hat er natürlich einiges erreicht. So, der Weg wird durch einen anderen Charakter blockiert. Unter den gegebenen Umständen wäre es besser, sich eine andere Route anzugucken. Okay, also das heißt, hier sind wir im Prinzip blockiert. Die Stadt will ich auch nicht unbedingt jetzt angreifen. Bam, bam, bam. Ja, wir verdienen ganz gutes Geld. Ich würde sagen, wir ziehen uns mal auf unser Territorium zurück und rekrutieren mal noch ein paar Einheiten. Ja, zwei von denen sollten erstmal ausreichen. Oh, da unten kommt Besuch. Ich glaube, den können wir dann gleich mal abfangen. Gucken, wie weit der läuft. Wo will der hin? Hallo? Ah, zum Glück vor den Toren stehen geblieben. Durch das Überstehen von Schlachten gewinnen Einheiten Erfahrungspunkte, die ihre Fähigkeiten verbessern. Erfahrung erhöht die Moral. Eine unerfahrene Einheit flieht aufgrund von Belastung und Ermüdung schneller vom Schlachtfeld. Okay, das ist mal gut zu wissen. Also es gibt hier ein Ranking-System. Und wir sind, glaube ich, wir gehen erstmal hier hin. Doch ein bisschen stärker als der Gegner. Ich würde sagen, wir gehen mal hier so in das erste Gefecht rein. Ja. Wir werden mal ein bisschen attackieren. Mal gucken, was uns das bringt. Bei uns sieht das sehr, sehr gut aus. Wir haben hier auch gleichzeitig noch eine zweite Verstärkungsarmee. Der hat nicht allzu viel zu bieten. Wir gehen mal direkt in den Angriff. Das möchte ich nämlich jetzt persönlich mal versuchen sozusagen. Die Schlacht von Nizza 1796. Ja, vielleicht schreiben wir Geschichte. Vielleicht kriegen wir auch einfach nur übelst aufs Maul. Das werden wir jetzt gleich mal feststellen. Ja, ich lasse mich mal überraschen. Wir haben jedenfalls hier von der farblichen Textur eigentlich eine ganz gute Ausgangsposition. So, und jetzt gucken wir mal, ob die Tipps von euch auch schon Früchte tragen. Sprich, das mit der Artillerie und den Angriffen. Der Herr Mekwurago hat mir da so ein bisschen was gesagt, nämlich mit dem Pferdchen von der Flanke und die schnelleren Einheiten gerade durch und vielleicht erst die Artillerie kleinhauen. Wir gucken uns mal an, wie die Kollegen da aufgestellt sind. Natürlich die Artillerie. Während der Aufstellungsphase können Sie Ihre Einheiten vor der Schlacht innerhalb des Aufstellungsbereichs geheim arrangieren. Geheim arrangieren. Der feindliche General stellt seine Truppen im gegenüberliegenden Bereich auf. Wenn Sie kampfbereit sind, klicken Sie auf die gekreuzten Schwerter in der Bildmitte. Okay, also wir haben hier zweimal entsprechend die Artillerie. Die sollten wir nach Möglichkeit relativ früh canceln. So, jetzt gucken wir mal, wie das bei uns hier aussieht. Wir sind eigentlich ziemlich breit und ziemlich gut aufgestellt. Würde fast sagen, wir lassen das jetzt mal so und versuchen mal unser Glück. Wenn Sie die Leertaste drücken, nachdem Sie Befehle erteilt haben, werden die Positionen, auf die Ihre Einheit sich bewegen, als dunkle Punkte angezeigt. Verwenden Sie diese bei der Aufstellung Ihrer Armee als Referenzpunkte. So, da stürmen die ersten vor. Ich würde sagen, die lassen wir uns mal hier schnappen. Das sind Reiter. Die müssten wir eigentlich so ganz gut hinkriegen. So, von rechts haben wir auch noch ein Reiterkrüppchen. Die werden wir auch mal wieder drauf schicken. So, und jetzt hoffe ich mal, dass wir die hier relativ schnell kaputt kriegen. Also die Reiterarmee sieht schon mal ganz gut aus. Geht ihr auch mal da drauf? Zeigt an, dass die Moral schwindet und die betreffende Einheit in Kürze den Kampf abbrechen und die Flucht ergreifen wird. Nutzen Sie diese Gelegenheit aus, um sie mit Ihrer Kavallerie oder mit bajonettversehener Infanterie anzugreifen. Eine Schlacht ist vorüber, wenn sämtliche Truppen einer Armee die Flucht ergriffen haben oder gefallen sind. Okay, also das sieht soweit schon mal gut aus. Die erste Einheit haben wir klein. Hier würde ich sagen, da schnappen wir uns mal die Kavallerie. So, da haben wir noch eine große Einheit, die... lassen wir erstmal da hinten. Gerade mal gucken, wir haben doch hier noch eine zweite Kavallerie irgendwo. Zweite Kanonengruppe. Ich würde sagen, da werden wir mal hier schauen, dass wir hier mal so die nächste Einheit erwischen. So, bis jetzt schaut es eigentlich ganz okay aus. Würde ich mal so frech behaupten. Man sieht natürlich nicht, wer wie viel jetzt noch hat.
So, die Einheit schicken wir auch mal mit nach vorne. Aber vielleicht hier von der Seite rüber. Und lassen die mal da drauf angreifen. So, das ist einmal die Gruppe. Die geht auf alle Fälle hier mal auf die Artillerie drauf. Dass wir die plattwalzen. Die Gruppe, würde ich sagen, geht auch mal hier vorne mit drauf. Mal gucken, dass wir die plattwalzen können. Dass wir da schon mal ein paar Probleme weniger haben. So, das sieht soweit okay aus. Jetzt haben wir hier die Kollegen. Die lassen wir mal hier auf die Jungs feuern. So, die erste Einheit verzieht sich schon. Das ist ganz gut. So, da drüben, das sieht auch schon mal ganz gut aus. Da greifen jetzt die nächsten an. Jetzt gucken wir mal, wir haben doch hier hinten noch irgendwo eine Gruppe stehen. Genau. So, und die lassen wir mal hier drauf gehen. Und die auch bitte einmal da drauf. Und die Kollegen auch da drauf. Gleich mal alle hier auf einen drauf. Dass wir die Gruppe vielleicht gleich plattwalzen können. So, man kann ganz schlecht sehen, wie es im Moment aussieht. Okay. Keine Ahnung, wo die da gerade hinschießen. Aber nicht unbedingt dahin, wo ich mir das gut vorstelle. So, Jungs. Ihr geht doch mal hier auf die Artillerie drauf. So, da hinten haben wir ja auch noch Einheiten. Ach, wie schön. Genau, die zwei gehen mal direkt auf die hier drauf. So, die würde ich sagen hier drauf. Die auch da drauf. Ja, die gehen auf die hier. Die gehen auch auf die drauf. Oh, die stehen ein bisschen ratlos in der Gegend. Die schicken wir mal darüber. Oh, und ihr greift da hinten mal an. So, und ich glaube hier hinten die Infanterie, der sieht ganz gut aus. Denn die hauen hier die Kavallerie, die Kanonen ganz schön runter. Ich denke mal, das ist okay. So. Im Moment ist hier mächtig Geballer. Das sieht etwas schwach aus. Die ändern die Formation. Da brechen wir mal rein. Die Jungs kümmern sich mal. Ein glorreicher Sieg, Sir. Auch um die. Gehört bald Ihnen. Oh, das klingt doch schon mal sehr erfolgreich. So, die greifen jetzt am besten mal hier kurz an. Genauso wie die Jungs. Die gehen auch mal hier drauf. So, da fliehen welche. Das sind aber welche von mir. Das ist gar nicht gut. Nicht schön, nicht schön, nicht schön. So, jetzt gucken wir gerade nochmal. Ach Mist, da hinten haben wir gar keine Artillerie mehr. Wo sind denn die Kollegen? Die könnten mal hier ein bisschen unterstützen. Das wäre von Vorteil. Die setzen wir auch mal mit da drauf. Die Jungs, würde ich sagen, gehen mal hier drauf. Eine unserer Einheiten verfügt über keine Munition mehr, Sir. Ach, Munition ist da auch noch alle. Ja, ist ja wunderbar. Ich bin ja richtig begeistert hier. Oh Mann, mal gucken, ob wir das Gefecht soweit jetzt hinkriegen hier. So, die sind soweit fertig mit der Welt. Das ist gut. Das heißt, ihr könnt hier dann mal angreifen. Die ziehen sich zurück. Okay, das sieht auch gut aus. Dann fallt ihr mal denen von hinten in den Rücken. Ich denke mal, das könnte helfen. So, die greifen da mal an. Die greifen auch mal dort an. So. Und ihr komplett, würde ich sagen, einmal hier drauf. So, das sieht soweit okay aus. Drei Einheiten, vier Einheiten fliehen im Moment. Das ist natürlich sehr schlecht. Du, mein Freund, gehst mal hier am besten, würde sagen, mal hier hin. Dass du denen mal wieder ein bisschen Hilfe gibst. Ja, und ihr haut jetzt mal hier kurz drauf. Geht aber mal in eine andere Formation. Rückwärts, Tiefe erhöhen. So. Und dann voll da drauf. Ich glaube, so kriegen wir das langsam in den Griff hier. Das sieht bisher ganz gut aus.
So, die gehen jetzt entsprechend hier noch mit hin. Und ich glaube, dann haben wir das hier bald erledigt. Oh, das sieht gut aus. Hier unten der blaue Balken zeigt an, dass wir also hier doch deutlich zusammen sind. Wir können sogar Verstärkung noch rufen. Ja, habe ich ja ganz vergessen. Okay. So, das sieht soweit gut aus. Aber was ich jetzt gerade noch sehe, was nicht so schön ist, wir haben da hinten noch eine Einheit und um die haben wir uns irgendwie noch gar nicht gekümmert. Dann hauen wir die uns mal direkt hier jetzt drauf. Alles mal hier auf die Jungs drauf schießen. Damit wir die hier möglichst schnell noch kaputt kriegen, sonst mähen die uns um. Das war auch das, was der Mekwurago meinte, dass wir uns vielleicht doch hier um die ein oder andere Einheit kümmern sollten, bevor die sich um uns kümmert. So, mal gucken, wie es mit euch aussieht, Freunde. Ob ihr jetzt so langsam baden geht. Noch sieht das alles etwas harmlos aus. Oh, eben haben sie mal kurz eine Runde geballert. Das ist gar nicht schön. Okay, da ist die nächste Artillerie. So. Ja, wo sind denn jetzt meine Leute? Wäre ja schön, wenn ihr euch da mal langsam ein bisschen drum kümmert. So, einmal bitte hier drauf. Und ihr auch bitte einmal auf die drauf. So, und dann mal hoffen, dass wir hier jetzt so langsam den finalen Abschluss kriegen. Bis jetzt sieht es ganz gut aus. Der Balken hier, ja, sieht gut aus. Ja, die ziehen sich zurück. Ich glaube, wir haben unsere erste Schlacht gewonnen. Ich bin ja, wenn das so ist, richtig begeistert. Doch direkt auf Anhieb, ja, vielleicht noch nicht richtig gut. Ja, Gefecht beenden. Wir haben gewonnen. Ein glorreicher Sieg. Ja, ist das nicht herrlich? Oh, die erste Schlacht haben wir gewonnen. Ja, jetzt bin ich mal gespannt, wie es weitergeht, weil das war ja jetzt nur so eine Einheit und wir wollen ja eigentlich auch gucken, dass wir auch unser Land etwas erhöhen. Also ich glaube, da haben wir noch ein bisschen was vor uns. Ja, das finde ich wunderbar, dass wir da sehr triumphiert haben. Wir haben auch viele Feinde getötet, das ist okay. Haben hier auch sogar weitere Erfahrungen gekriegt, das ist auch schon mal sehr schick. So, und der will jetzt was machen? Wo gehst du hin, mein Freund? Préparez-vous, ja, bereitet euch vor. Das ist soweit klar. Jetzt will ich aber eins mal probieren. Der hat ja so gut wie keine Einheiten mehr. Gucken, ob wir den nicht einfach jetzt noch platt kriegen. Wird die Armee besetzt, kommt der dortige Handel zum Erliegen. Und es können keine Schiffe mehr gebaut werden. Ja, und das wollen wir natürlich verhindern. Dass ein Hafen nicht belagert werden kann. Okay. Per Rechtsklick auf den Zielhafen marschiert ihre Armee direkt hinein. Ja, das ist klar. So, wir haben hier noch ein bisschen was da stehen. Hier ist nur noch der Dragoner. Das können wir vom Computer erledigen lassen. Verbleibend 0. Wir haben die Einheit komplett ausgelöscht. So, damit ist der Kollege Geschichte. Ich bin begeistert. Und wir laufen jetzt in der nächsten Folge erstmal wieder zurück, werden uns wieder ein bisschen, ja, sozusagen auffrischen. Und da geht's dann noch morgen weiter. Also ich bin froh, wir haben das erste Gefecht erledigt und haben sogar entsprechend die Einheit komplett vernichtet. So langsam können wir uns mal aufrüsten. Wir haben richtig gut Kohle, denn wir müssen uns auch regional erweitern. Das werden wir morgen mal in Angriff nehmen. Ich denke mal, so der erste Schlachtbereich ist ganz gut gelaufen. Freue mich, wenn ihr morgen auch wieder einschaltet. Wir gucken aber jetzt mal ganz schnell hier. Heroischer Tod. Okay. Dieser edle General starb. War das unsere? Oh, das ist natürlich ungünstig. Wenn wir jetzt keine Generäle mehr haben, dann müssen wir mal gucken, wie das dann da morgen weitergeht. Aber wie gesagt, für heute ist Schluss. Ich sag danke fürs Zuschauen. Bis morgen. Servus und tschüss.